Wir reisen jetzt gemeinsam auf den Olymp. Und ich, Hermes, darf euch begleiten dorthin. Auf dem Olymp werden mir ganz viele unterschiedliche Aufgaben zugespielt werden von Göttern. Ja! Ein Projekt, das die Kinder der 6. Klasse hier am Leon-Feuchtwanger-Gymnasium in der Tat begeistert. Aber auch die Jury der SWM-Bildungsstiftung war überzeugt und hat das Live-Rollenspielprojekt der LMU mit einer satten Spende unterstützt. 48.000 Euro. Und aus dem Pilotprojekt wird nun eine feste Einrichtung hier in Milbertshofen. Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil es uns tatsächlich ermöglicht, was umzusetzen, was wir sonst nicht hätten umsetzen können. Im Moment landet das Geld direkt bei den Schülern natürlich in dieser Theatermaßnahme. Wir spielen also so oft wir können und geben jeden einzelnen Cent in die Schauspieler und in die Konzeption neuer Projekte, die wir dann mit den Schülerinnen und Schülern hier spielen. Tretet ein. Aber seid ruhig, denn Hades liebt keinen Lärm. Die Schülerinnen und Schüler tauchen heute ab in die Unterwelt der griechischen Mythologie. Viele haben hier einen Migrationshintergrund. Durch das Live-Rollenspiel sollen sie vor allem den Unterschied zwischen Alltags- und Bildungssprache lernen. Unser Projekt heißt Sprachliche Förderung und soziales Kompetenztraining durch Live-Rollenspiel. Und Live-Rollenspiel ist eine Art Improvisationstheater, wo die Kinder und die Erwachsenen eine Rolle kriegen und die Handlung ist nur in ganz groben Zügen vorgegeben. Ganz viel entsteht aus Improvisation und Interaktion miteinander. Das heißt, die Jugendlichen müssen viel miteinander reden, verhandeln, mit den Erwachsenen verhandeln, um zu ihrem Ziel zu kommen. Das Projekt schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Es motiviert die Schülerinnen und Schüler und macht gleichzeitig komplexe Lerninhalte greifbar. Das Besondere ist, dass wir das fördern, dass es ein Projekt ist, das aus der Lehrerschaft selber kommt, aus der LMU kommt, sozusagen nicht aus der künstlerischen Ecke. Da gab es ja schon immer sehr viele Projekte in der Stadt, aus der pädagogischen, sozialpädagogischen Ecke. Nein, dieses Projekt kommt aus der Lehrerbildung und soll Schule ein bisschen verändern, so habe ich es verstanden, soll das Erlernen der deutschen Sprache ein bisschen verändern. Und das fanden wir sehr interessant und sehr spannend und fördert es daher gerne. Als ob ihr nichts mehr geht. Die SWM-Bildungsstiftung fördert seit mehr als 10 Jahren Projekte, die benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen. Von der frühkindlichen Bildung im Kindergartenalter über die Schulunterstützung bis hin zu Bildungsabschlüssen an Hochschulen.